Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar möchte ich heute die Frage klären, wie stark die Leistung von Grafikkarten einbrechen kann, wenn man sie statt mit 16 PCI Express Lanes nur noch mit einer einzelnen PCI Express Lane an das restliche System anbindet. Und das sind meine beiden Testprobanden für heute. Einmal die Nvidia GeForce GTX 1080 mit 8 GB angebundenem GDDR5X Grafikspeicher. Und das ist eine Nvidia GeForce GT 1030 mit 2 GB GDDR5 Grafikspeicher. Und beide Grafikkarten entstammen der Pascal-Generation, also nicht die neuen Kepler-Chips. Aber beide sind ja vom Prinzip her ähnlich, was jetzt so die Tücken angeht. Weil beide basieren ja auf Pascal. Nur, dass die natürlich deutlich leistungsstärker ist als die kleine GeForce GT 1030 daneben. Ne? Und die Anbindung des Grafikspeichers ist auch unterschiedlich. Bei der Karte ist der GDDR5-Speicher mit 64-Bit angebunden, bei der GeForce GTX 1080 dagegen mit 256-Bit. Um die Grafikkarte mit einer einzelnen Lane zu versorgen, kann man jetzt die PCI-Express-Kontakte zukleben, sodass hier nur noch die vorderen frei bleiben. Ich werde aber eine andere Lösung bevorzugen, weil ich mich mit dem Abkleben von PCI-Express-Kontakten noch nicht auseinandergesetzt habe. Und auch ein bisschen heikel ist, wenn ich zu viele Kontakte oder zu wenige abklebe. Was passiert dann? Kann die Karte dadurch dann kaputt gehen? Deswegen bevorzuge ich diese Lösung. Und zwar handelt es sich hierbei um so einen PCI Express Extender, wie man das auch immer nennen möchte. Ja, irgendwie so eine Verlängerungsmöglichkeit, wo man dann einmal den hier hat mit einer angelöteten USB 3.0 Buchse, die aber dann kein USB 3.0 spricht. Und ein passendem USB 3.0 Kabel. Ja, das USB Kabel wird hier für die PCI Express Verbindung missbraucht, was ein bisschen unglücklich ist, wie ich finde, weil man das ja auch dann schnell verwechseln kann. Da muss man sich aber doch schon ziemlich doof anstellen. Und dieser Adapter hat auch eine USB 3.0 Typ A Buchse. Der kommt dann in das Motherboard, in den PEG, also dem PCI Express X16 Slot für Grafikkarten. Meistens ist das der oberste X16 Slot, der hat auch die Länge wie dieser Slot hier. Allerdings ist der Slot mit nur einer Lane angebunden, wie man auch hier dran schon erkennt. Damit der X1er Slot nicht die ganzen 75 Watt, die mit dem PEG machbar sind, stemmen muss, gibt es hier noch so ein Zusatzkabel von SATA zu PCI Express mit 6 Kontakten. Der kommt dann hier dran und kann dann auch noch mal bis zu, ja, 60, 75 Watt dann bereitstellen. Weil Grafikkarten wie die hier ziehen ihren Strom über den PEG. Dieses Modell bis zu 25 Watt. Deswegen ist das schon besser, wenn der Adapter hier direkt dann mit Strom vom Netzteil versorgt wird. Weil dieses Kabel hier, das lässt ja auch nochmal so ein bisschen Spannung abfallen durch seinen Widerstand. Ne? Deswegen.
Ein USB 3.0 Kabel sind ja nicht für solche hohe Ströme gedacht. Deswegen. Das wäre hier noch eine weitere Konstellation. NVIDIAs GeForce GTX 580 und die NVIDIA GeForce GT 520 aus dem Jahre 2011. Die Palette GeForce GT 520 besitzt einen Gigabyte Grafikspeicher vom Typ GDDR3, so recht ich mich entsinne. Und die GeForce GTX 580 hier von EVGA im Referenzdesign besitzt 1,5 GB Grafikspeicher. Der dürfte, glaube ich, sogar mit 448 Bit angebunden sein. Und last but not least aus NVIDIAs älterer GeForce 200er Grafikkartengeneration, die so 2008, 2009 rum auf den Markt kam, in Form der Dual-GPU-Karte GeForce GTX 295 mit insgesamt 1792 MB Grafikspeicher. Das ist meine wohl wärmste Grafikkarte in meiner Sammlung. Mit bis zu 375 Watt habe ich so in Erinnerung. Ja, eine schöne Fußheizung jetzt im Winter. Und die GeForce 210 mit einem Gigabyte Grafikspeicher. Ja, die kann eigentlich gar nichts mehr heutzutage. Aber ich habe gestaunt. Videos, selbst in Full-HD-Auflösung, kann die noch wunderbar wiedergeben. Da ruckelt nichts. Also, um Videos wiederzugeben, kein Problem. Auch Webseiten und so weiter laden schnell. Die werden schnell aufgebaut. Ja, das macht die Karte noch besonders. Wobei, heutzutage hat ja eigentlich fast jeder Prozessor, außer er heißt AMD und steckt im Sockel AM4 oder TR4, eine Grafikeinheit integriert. Ausnahme sind natürlich die Raven Ridge Prozessoren oder auch andere Fusion APUs natürlich. Bevor ich zu den teils sehr interessanten Messwerten komme, möchte ich euch erst einmal das Testsystem vorstellen, mit denen ich die Grafikkarten getestet habe. Und zwar war das mein Haupt-PC, den ihr hier rechts auch auf dem Foto sehen könnt, in dem ein AMD Ryzen 7 1700 auf 3,8 GHz übertaktet zu Werke geht. Und zwar von einem Skite Mugen 5 PCGH Edition, kühler auf niedrige Temperaturen gehalten. Die Schaltzentrale bildet ASRock's X370 Gaming K4 AM4 Mainboard mit dem X370 Promontory Controller und der installierten BIOS-Version P3.4.0. In den RAM-Bänken stecken zwei je 8 GB Crucial Ballistics Sport DDR4 RAM-Sticks, die auf 2933 MHz übertaktet wurden, mit den Timings 3x1842 1T. Zudem weisen die Arbeitsspeicherriegel eine Dual-Ranked-Konstellation auf. Das Betriebssystem Windows 10 Home 64-Bit in der Version 18.09 ist auf einer 250 GB fassenden Samsung 850 EVO SSD installiert. Zudem ist ein Software-Rate 1 Verbund aus 2 je 1 Terabyte großen Seagate Magnetfestplatten installiert, auf denen ich meine persönlichen Daten und auch teils einige Programme speichere. Das Ganze wird von einem Corsair CS650 M80 Plus Gold zertifizierten Netzteil mit eben 650 Watt Gesamtleistung mit Energie versorgt. Und das Ganze ist in einem BeQuiet PureBase 600 Window-Gehäuse verbaut. Gleich in den Balkendiagrammen sind die Messwerte, die zur 16-Lane-Anbindung gehören, orange dargestellt und die jeweils anderen Messdaten, die zur 1-Lane-Anbindung gehören, entsprechend blau. Zudem könnt ihr immer auch über dem Balken die jeweilige Grafikkartengeneration ablesen. Das wären Nvidia Tesla,
NVIDIA Fermi und NVIDIA Pascal. Außerdem ist der Unterschied bzw. der Leistungsverlust in Prozent auch immer mit angegeben von Wechsel von 16 Lanes dann zu einer Lane. Das Ganze kann man aber auch andersrum sehen mit anderem Vorzeichen, und zwar dann als Leistungssteigerung vom Wechsel von einer Lane zu 16 Lane Anbindung. Aus den vorausgegangenen Diagrammen kann man ablesen, dass es bei günstigen Grafikkarten vom Prinzip her relativ egal ist, wie groß deren Anbindung ausfällt. Ob sie jetzt mit einer Lane oder gar mit 16 Lanes angebunden werden, ist für die Leistung eigentlich dann relativ egal. Bei den schnelleren GPUs dagegen und besonders bei Multi-GPU-Systemen kann eine verkürzte Bandbreite schon sehr empfindliche Auswirkungen haben. Und zum Schluss soll die Wichtigkeit der Anbindungsgeschwindigkeit anhand eines realen Spiels, nämlich Anno 2070, nochmal untersucht werden. Und zwar habe ich in der Full-HD-Auflösung getestet, mit der Detailstufe sehr hoch. Auch hier sind in den Benchmark-Balken die zu den 16-Lane-Anbindung gehörenden Messdaten orange dargestellt und die zur 1-Lane-Anbindung gehörenden Messdaten entsprechend blau. Einen dunkleren Farbton erhalten die durchschnittlichen Frameraten und die Minimum FPS dagegen erhalten eine hellere Tönung. Bei NVIDIAs alter Tesla-Generation fällt besonders die Multi-GPU-Karte GeForce GTX 295 mit starken Einbrüchen auf, wenn man sie statt mit 16 Lanes nur noch mit einer PCI-Express-Lane an das restliche System anbindet. Dies liegt eben vor allem daran, weil Multi-GPU-Systeme sehr anspruchsvoll sind, weil hier eben auch sehr viele Daten über den PEG ausgetauscht werden müssen. Und wenn eben auch der Speicher der Grafikkarte überläuft, dann ja, muss natürlich auch viel in den Arbeitsspeicher ausgelagert werden, was dann natürlich auch der PCI Express Schnittstelle einiges abverlangt. Die Frameraten fallen von spielbaren
45,8 Durchschnitts-FPS auf nicht mehr wirklich spielbare 18,6 FPS, um mehr als die Hälfte ein. Gleiches gilt auch für die Minimum-FPS, die noch etwas stärker einbrechen. Bei der GeForce 210 dagegen brechen die Durchschnitts-FPS kaum ein, wohingegen die Minimum-FPS aber um 100% einbrechen. Das kann ich mir nur somit erklären, dass teils es Situationen gibt, wo der Grafikspeicher überläuft und dann Teile in den Arbeitsspeicher des Systems ausgelagert werden müssen und es auch eben solche Szenen gibt, wo der Grafikspeicher noch ausreicht. Gleiches kann man auch prinzipiell zur NVIDIAs Fermi-Architektur sagen. Auch hier bricht NVIDIAs GeForce GT 520 bei den Durchschnitts-FPS-Raten kaum bis gar nicht ein, wenn man die theoretische Bandbreite des PEG-Slots um ein 16. reduziert, die Minimum-Frameraten dagegen umso mehr. Die GeForce GTX 580, die bricht tendenziell stärker ein bei den Durchschnittsframeraten um immerhin minus 21%. Die Minimum-Frameraten dagegen brechen im Vergleich zur GeForce GT 520 nicht so stark ein, mit knapp 20% Verlust. Man kann sagen, dass es hin und wieder Situationen gibt, welche die minimalen Frameraten bei der GeForce GT 520 stark einbrechen lassen. Dies könnte zum Beispiel an einem überlaufenden Grafikspeicher liegen, ist jetzt so meine Vermutung. Oder aber, dass die Grafikkarte im Allgemeinen zu langsam ist, um den ankommenden PCI-Express-Datenstrom rechtzeitig abarbeiten zu können. Beziehungsweise, dass das restliche System für die Grafikkarte einfach viel zu schnell rechnet. Dies würde auch die konstant bleibenden Durchschnittsframeraten beim Wechsel von 16 auf nur noch eine PCI-Express-Line erklären. Bei NVIDIAs letzter Grafikkartengeneration Pascal halten sich die Einbrüche noch in Grenzen. Dies dürfte eben daran liegen, dass genügend Grafikspeicher vorhanden ist und die Architektur im Allgemeinen auch ziemlich effizient arbeitet. Interessant ist hier, dass die Benchmark-Balken der NVIDIA GeForce GT 1030 nur etwa halb so hoch sind als die GeForce GTX 1080, aber immerhin deutlich höher als bei den vorausgegangenen theoretischen Benchmarks mit dem 3D-Mark. Dies dürfte daran liegen, dass bei der GeForce GTX 1080 das restliche System die Bildraten schon begrenzen dürfte. Also hier ein CPU-Limit dann wohl vorherrschen dürfte. Intern wird die NVIDIA GeForce GT 1030 übrigens mit maximal 4 PCI-Express 3.0 Lanes angebunden, nicht mit 16. Man kann also sagen, dass die Geschwindigkeit der Anbindung bei günstigen Grafikkarten relativ unwichtig ist, da die Leistung solcher Grafikkarten im Allgemeinen nicht ausreicht, um die PCI-Express-Verbindung voll auslasten zu können. Dagegen ist die Anbindung von eben deutlich leistungsfähigeren Grafikkarten umso wichtiger. Ganz besonders bei Multi-GPU-Grafikkarten.